In den ersten Siedler-News 2020, also dem Release-Jahr des neuen Siedler-Ablegers, hoffentlich, schauen wir uns die Gebäude Hafen, Waffenwerkstatt und Trainingsplatz genauer an. Wir holen also neue Siedler in unsere Siedlung, produzieren die ersten Waffen und bilden die ersten Militäreinheiten aus. In den dritten Siedler-News Anfang 2019 haben wir bereits kurz den Hafen und das System dahinter vorgestellt. Heute schauen wir uns dieses aber nochmal genau an. Der Hafen erlaubt uns, Seeleute auf Schiffen zu unbekannten Gefilden zu senden und dort andere Siedler für unsere Sache anzuwerben, soweit so bekannt. So erhalten wir nach und nach automatisch neue Siedler für unsere Kolonie. Diese sind übrigens immer Träger. Also nie Arbeiter für Betriebe oder Bauarbeiter für Baustellen. Denn dafür müssen wir die neuen Siedler erstmal ausbilden. Aber wir schweifen ab. Also, der Hafen ist eines der Gebäude, das ihr sofort zu Spielbeginn bauen könnt. Also auf Weilerstufe. Und das Ganze könnt ihr viermal im Verlauf des Spieles ausbauen. Updates schalten größere Schiffe frei, die mehr Siedler auf einmal transportieren können. Unausgebaut kann ein Seemann oder eine Seefrau ein kleines Boot für seine Expedition nach neuen Siedlern verwenden. Mit dem ersten Ausbau auf Dorfstufe arbeiten zwei Seemänner im Hafen und eine etwas robustere Schaluppe steht ihnen zur Verfügung. Auf Kleinstadtstufe schaltet ihr die Pinasse, also ein größeres Beiboot, frei und Seefrau oder Seemann Nummer 3 gesellt sich in die Runde. Schließlich auf der Stadtstufe übernehmen vier Seeleute sogar die Kontrolle über eine stolze Koke. Mit fortgeschrittener Spielzeit bzw. mit fortgeschrittener Anzahl an Siedlern in eurer Siedlung benötigt ihr Münzen, um weitere Siedler die Reise zu euch schmackhaft zu machen. Die Faustregel ist hier, je größer die Bevölkerung, desto mehr Münzen bzw. mehr höherwertigere Münzen, also zum Beispiel statt Kupfermünzen Silbermünzen, brauchen wir. Unsere immer größer werdende Siedlung weckt natürlich auch irgendwann Begehrlichkeiten. Daher beginnen wir nun mit der Produktion der ersten Waffen. Hierfür bauen wir eine Waffenwerkstatt, die uns mit simplen Laubholzstämmen, also Holz direkt vom Holzfäller und somit ohne Sägewerk, uns die ersten Waffen herstellt. Die Waffenwerkstatt können wir direkt zu Beginn also schon auf Weilerstufe bauen und dort zunächst Keulen für Pioniere und Bögen für Bogenschützen herstellen. Mit dem Gebäudeausbau auf Dorfstufe, übrigens die einzige mögliche Ausbaustufe dieses Gebäudes, produzieren wir hier zusätzlich Armbrüste und Speere. Damit es etwas flotter geht, hilft nach dem Ausbau ein zweiter Waffenbauer mit. Für die frühe Spielphase sind das erstmal die Standardwaffen, bis ihr mit Kohle und Eisenvorkommen höherwertigere Waffen produzieren könnt. All diese frühen Waffen haben ihre Vor- und Nachteile. Es macht also durchaus Sinn, verschiedene Einheitentypen zu kombinieren. So, und wohin jetzt mit den ganzen schick produzierten Waffen? Richtig, zusammen mit den neuen Siedlern vom Hafen direkt auf den Trainingsplatz. Den Trainingsplatz können wir im Verlauf des Spieles dreimal ausbauen und so nach und nach weitere Einheitentypen ausbilden. Auf Weilerstufe, also sofort zu Beginn, können wir bereits Pioniere und Bogenschützen ausbilden. Arbeiter übrigens werden hier in diesem Gebäude nicht benötigt. Eure Siedler bilden sich also selber aus. Auf Dorfstufe schaltet ihr die Rekrutierung von Speerkämpfern und Armbrustschützen frei. Auf der Kleinstadtstufe kommen dann die Langbogenschützen hinzu. Und auf der Stadtstufe kann der mächtige Arbalestenschütze trainiert werden. Zusätzlich zur Waffenwerkstatt braucht ihr später im Spiel auch zum Beispiel einen Gerber für Lederrüstung für höherwertigere Einheiten. Und idealerweise haben wir alle diese Gebäude nahe beieinander gebaut, um die Transportwege kurz zu halten.
In diesem Sinne, liebe Zocker-Lounger, wir nähern uns mit großen Schritten dem Release von Die Siedler 2020 und wir sehen uns hier wieder bei der nächsten Folge Siedler News auf der Zocker-Lounge, eurem Siedler-Kanal. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.